Herzlich willkommen wieder zurück zu Rise of the Ronin hier auf der PlayStation 5. Ich begrüße euch herzlich natürlich wieder zurück. Mein Name ist Christian Asia 3000 und wir spielen weiter, wo wir aufgehört haben. Hey! Und ja, wir haben jetzt hier mehrere Optionen zur Verfügung. Die kann ich euch gerne mal zeigen unter Missionen. Wir haben zum Beispiel, begebt sich zur Spielhölle in der Shinsaku Takatsuki dich eingeladen hat. Oder wir können hier die Hauptmission weitermachen. Oder wir können auch... Wo ist die andere Mission jetzt hin? Hallo? Genau, hier. Befolge Kokoros Katsuas Rat und begib dich zum Dojo. Gut, wir haben jetzt mehrere Optionen zur Verfügung. Aber ich würde sagen, wir machen einfach mal diese Mission hier. Weil ich will mal wissen, auch wenn ich mit Spielen nicht viel zu tun habe, kriege ich eine Pistole, die ich wieso zerlegen werde. Aber ja... Lass uns mal gucken, was es hier für Möglichkeiten hier in diesem Spiel überhaupt gibt. Denn das tut mich jetzt schon interessieren. Und deswegen gucken wir einfach mal, wo wir überhaupt hin müssen. Ja. Gut. So, wir machen mal kurz einen schnellen Flug. Da wird wahrscheinlich Hilfe benötigt. Ist hier irgendjemand, der sich für seine Kampfkünste rühmt? Ja, gut, ich bin wieder da. Hi, kennen wir doch. Hier sieht man an, dass du aus besonders hartem Holz geschnitzt bist. Würdest du meinem Schüler etwas beibringen? Ja. Bist du bereit? Los! Ich bin bereit. Okay, wenn du Bewohner angreifst oder ähnliche kriminellen Handlungen begehst, steigt deine Verfolgungsstufe. Wenn du deine Verfolgungsstufe auf Maximum erreicht hast, wirst du von einer bestimmten Zeit von Beamten verfolgt, die für Recht und Ordnung sorgt. Ey, ich hab den gar nicht erwischt. Au. Meines Schülers abgewehrt und ihn ins Taumeln gebracht hast. So. Sehr schön. Trainingskleidung jetzt schon bekommen. Okay. Gut. So, okay. Dann ab zum... Gehen wir hier rüber. Gehen wir hier rüber. Gehen wir hier rüber. Da komme ich nicht drüber. Ja, war wieder klar. Bin den falschen Weg gelaufen, merke ich gerade. Aber gut. Mal gucken, ob ich überhaupt bei den Spielen mitmachen kann oder ob ich das überhaupt verstehe. Das ist ein anderes Thema. Gucken wir erstmal. Hey. Erstmal Schnellreisepunkt aktivieren. Stufe 2. Ah, ich wusste doch, du würdest kommen. Halt dich erstmal an mich. Das ist sicher. Allein ziehen sie dir garantiert die Hosen aus. Ja. Ich habe das Gefühl, heute räume ich so richtig ab. Dafür musst du deine Glückssträhne aber mit mir teilen, ja? Dann bin ich mal gespannt. Okay. In Spielhöllen kannst du Münzen ausgeben, die du gegen Geld erhältst, um aus ungerade oder gerade zu spielen. In diesem Spiel musst du raten, ob die Anzahl der Würfelrunde ungerade oder gerade ist. Wenn du gewinnst, wird dein Wetteinsatz am Spielmünzen vervielfacht. Wenn du verlierst, verlierst du auch alle Spielmünzen. Ah, das ist wieder so ein Glücksspiel. Okay. Gut. Die letzten 10 Würfe. Spielmünzen eintauschen. Ah, okay. Spielen. Ja, probieren wir einfach mal, ne? Ohne Spielmünzen kannst du nicht spielen. Ah, okay. Okay, was kostet da eine? Tausender? Uff. Machen wir mal 5 für 5000. Okay.
rein mit den Würfeln! Los, Leute! Macht eure Wetten! Ich sage ungerade. Fertig? Dann schließen wir die Wettannahme. Das Ergebnis ist 5 und 2, ungerade. Hey, gewonnen. Haha, gewonnen. Nächstes Spiel. Wir machen uns 5 Mal. Nein, mit den Würfeln. Los, Leute, macht eure Wetten. Gerade? Fertig? Dann schließen wir die Wettannahme. Das Ergebnis ist 1 und 6, ungerade. Ah, verloren. Ja! Nächstes Spiel. Runter mit dem Becher. Los, Leute. Macht eure Wetten. Ich nehme gerade. Jetzt aber fertig? Bestimmt. Dann schließen wir die Wettannahme. Das Ergebnis ist 5 und 6 ungerade. Schon wieder. Ich war mir so sicher. Ja, wie kannst du dir sicher sein? Das ist ein Glücksspiel. Nächstes Spiel. Los, Leute. Macht eure Wetten. Jetzt aber gerade. Fertig? Dann schließen wir die Wettannahme. Das Ergebnis ist 5 und 6 ungerade. Ja. Ah, leck mich doch, ey. Wenn ich jetzt... Los, Leute. Fertig? Dann schließen wir jetzt die Wettannahme. Jetzt kommt gerade, wetten das Ergebnis wir? Ist ich wette so oft. Sag ich doch, hab ich doch gewusst. Gerade. Scheißdreck, ich hasse Glücksspiele. Ja. So. Ich hatte eine echte Glückssträhne. Wie lief's bei dir? Könntest du mir etwas Geld leihen? Nein. Ich spiele noch ein bisschen weiter, ne? Mir reicht's. Gut. Wird auch langsam Zeit. Wer zu lange spielt, gerät gern mal in zwielichtige Geschäfte. Hey, du! Du bist wohl ein echter Glückspilz. Teil doch dein Glück mit anderen Leuten. Was? Ich hab von Lohn die ganze Zeit. Was wolltet ihr? Auch ein interessanter Move. Au. Au. Ihr Glückstag war das nicht. Sie wussten nicht, wie ihnen geschah. Und? Wie gefällt dir der Laden? Das ist scheiße. Immer genug Verlierer, denen man Geld abknöpfen kann. Schau wieder vorbei, wenn du dich etwas vergnügen willst. Wir sehen uns. Nein, danke. Oh, noch eine neue Bindung. Alles klar. So, Mission completed. Drecksding bekommen eh. Nein, werde ich bestimmt nicht verwenden. Spielmützen, die beim Geldspielen bezogen gewonnen hast, gegen den Preis oder Geld. Beim Tausch entweder das Spiel oder eingetauscht werden. Preise? Jetzt sagt mir nicht, dass es da auch noch was gibt. Na, wie wär's mit deinem Spiel? Nein. Warte mal, wir mal gucken. Was möchtest du tun? Preise kaufen. Was gibt's denn hier so Interessantes? Waffen. Ja, ja. Willst du schon gehen? Nichts Interessantes, was das angeht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir dann da gleich mit der einen ganzen Folge hier gleich doch mal zum Dojo. So, wo ist denn das?
Fotoatelier. Hier. Dann machen wir halt das. Machen wir alles beide in eine Folge. Dann würde das auch, glaube ich, passen. Schlechtes Wetter. Es regnet. Ich werde nass. Dann müssen wir, glaube ich, außen rum. Ein großes Gebäude, der Dojo hier. Aber okay. Dann lass uns mal trainieren. Würde mich auch interessieren, wie das funktioniert, ob ich da neue Kampftechniken lernen kann. Und so etwas schimpft sich Lehrmeister? Wegen so etwas haben wir hier Fremde, die tun, als würde ihnen das Land gehören. Mhm. Oh, du bist's. Was willst du? Heute nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Ich helfe nur ein paar Anfängern beim Üben. Dafür brauche ich keine Hilfe von dir. Los, schnapp dir ein Schwert. Du wirst gegen mich antreten. Mach dich bereit. Okay. Aha. Oh, nicht ohne, der Typ. Willst dich gegen mich stellen? Du weißt, was du tust. Aber gegen mich hast du keine Chance. Oh, du Sack, ey. Ich kann meine Gegner einschätzen. Jetzt beginnt der wahre Kampf. Okay. Überlegene Schwertkunst denn gar nicht? Au. So. Mein Geist war getrübt. Ich muss mehr trainieren. Ja, immer Ausreden hier. Vielen Dank für den Kampf. Du bist wahrlich mit großem Talent gesegnet. So wie immer? Ja, neuerdings kommt er regelmäßig hierher. Doch ehrlich gesagt überfordert er alle mit seinen fortgeschrittenen Fähigkeiten. Er kann hier nichts mehr lernen. Komm ruhig jederzeit wieder, wenn du mal wieder trainieren möchtest. Du hast wirklich unglaublich viel Talent. Danke. So, die Funktion Training wurde in den Dojo freigeschaltet. Besuche Dojos und besiege Schwertkämpfer in Übungskämpfen, um dich im Kampf zu verbessern, sowie Gegenstände und andere Belohnungen zu verdienen. Das Training mit Experten unterschiedlichen Kampfstilen verbessert nicht nur dein Geschick mit jeweiligen Kampfstilen, sondern schaltet unter Umständen neue Fertigkeiten frei. Kampffertigkeiten, okay? Okay. Bin ich mal gespannt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ausrüstung. Okay. Ja, alles nur alle Sachen. Ich muss mal alles aussortieren hier. Das ist ganz schön viel. So. Im Blau sieht es halt auch schick aus, ne? Hui. Das ist so ein schönes Ding.
So. Was haben wir hier Neues? Sonst haben wir da, glaube ich, nichts Interessantes zu bekommen. Nee. Sekundärpistole halt. Scheißdreck. Weg damit. So. Nicht, dass ich jetzt abgeneigt bin von Pistolen, aber ja, ich möchte die ganze Zeit von der Geschichte treu bleiben. So. Oh, nochmal ein Fertigkeitspunkt. Yay. Sag, was möchtest du tun? Erzähl mal was über Sucho. Hier sind einige ausgezeichnete Krieger versammelt. Wenn du dich mit ihnen misst, kannst du sicher noch so einiges über Kampfkunst lernen. Also, möchtest du es mal versuchen? Ich dachte, du erzählst mir was über das Dojo. Naja. Also gut. Dann wollen wir mal sehen, was du kannst. Besuch Dojos, um den Trainingseinheiten mit verschiedenen Kampfkünstmeistern teilzunehmen. Dadurch verbessern sie sich nicht nur deine Kampffertigkeiten, du kannst auch Gegenstände verdienen, um deine Bindungen zu stärken. Okay. Basierend auf deinen Trainingspartnern nimmst du entweder an einem Übungskampf mit Trainingswaffen an oder mit einem ernsten Kampf mit echten Waffen teil. Okay. Alles. Übungskampf Solo. Ja. Das erste Mal. Es ist nur er hier drin. Ne? Und dann kann ich ihn... Die Wittenlisten. Wir geben beide unser Bestes. Aha. Der ist hart. Au. Autsch. Energie. Wenn ich das nicht lerne mit dem Kontern, dann kriege ich wahrscheinlich irgendwann noch richtig Probleme. Ah, keine Ausdauer mehr. Ich werde mich auf keinen Fall vor dir blamieren. Den werden wir ja sehen. Au. Das ist gemein. Autsch. Nicht mit mir, mein Freund. Meine, das ist immer ein harter Kampf. Definitiv. So.
Bei der Auswertung von Trainingseinheiten spielen Zeit, Schaden und Technik eine Rolle. Zeit, wie schnell du deinen Gegner besiegt hast. Schaden, wie viel Schaden du erlitten hast, bevor du deinen Gegner besiegt hast. Technik, wie viele erfolgreiche Kontofunktionen und kritische Treffer du genannten konntest. Anfänger 0 Punkte, Fortgeschrittene 4000, Experten 550, Meister 7000. Okay. Anfänger 600. Gott, egal, gut. Warte. So, raus. Vielen Dank für deinen Besuch und bis bald. Das nächste Mal holen wir noch mehr aus dir raus. Mhm. Da ist noch einige Luft nach oben. Definitiv. Sehr viel Luft nach oben, was das angeht. Deswegen, ja. Gut, wir müssen Missionen. Was haben wir denn dann noch zur Verfügung? Verfügbar. Ja, ich würde sagen, wir könnten dann schon langsam. Alles andere ist beim Atelier. Gehen wir mal dahin. Beim Fotoatelier. So, hat. Ah, verdammt. Foto. Das ist das. Mitaki, okay. Wo war der Fotoladen nochmal? Muss eigentlich hier in der Nähe gewesen sein. Technologieentwicklung. Waren wir auch noch nicht. Ich glaube, das ist der Fotoladen, glaube ich, ne? Bin mir nicht so sicher, aber könnte sein. Ja, das ist er. Guten Tag. Wie geht es dir? So. Oh, sieht aus, als hättest du eine Kamera. Ich vermute, die hat die Igashichi gegeben. Habe ich recht? Hi. Weißt du, mir wächst die Arbeit so langsam ganz schön über den Kopf. Alle wollen Fotos von sich haben. Vielleicht könntest du mir etwas aushelfen. Würdest du für mich ein paar Fotografien machen? Natürlich entlohne ich dich dafür. Gar keine Sorge. Okay. Mach für das Fotografien von malerischen Ansichten, um Belohnung zu erhalten. Okay. Sehr schön. Hast du die Fotos, um die ich dich gebeten hatte? So, offenbar hast du einen Auftrag erhalten, eine Fotografie an einer interessanten Ort aufzunehmen. Ja, alles klar. So, da können wir hier alle annehmen. Du hast eine neue Herausforderung angenommen. Machen wir das auch noch. Das können wir alles so im Offscreen machen, definitiv. Ne? Also, da müssen wir nicht. Du kannst Silbermünzen eintauschen, um besondere Gegenstände zu erhalten. Ja, durch die Fotografien halt, klar. Alles gut. Was haben wir denn hier? US-Marienkappe. Ach du Kacke. Okay. Alte Foto. Okay. Katzenfoto. Mhm. Was gibt's denn hier? Herrenanzug. Raufbeutkleidung. Geheimagentanzug. Aha. Berg, Fuji und Bootsmann. Aha. 92. Oh Gott. Meine Fresse. Okay, gut. Ich bin gespannt, was du mir bringen wirst. Mhm. Wenn du mich weiter anguckst, bringe ich dich um. Ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, trifft dich mit den Zwillingsklingen. Hier wäre Taka. Folge deiner Zwillingsklinge. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir wieder hier hin. Und ja, dann gehen wir beim nächsten Mal im Freudenhaus mit Taka, reden wir mit ihr und mal schauen, was uns erwartet. Und mal gucken, wie es auf jeden Fall weitergeht. Und somit, ja, bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Heute hatten wir das Dojo.
Und eine Spielehölle. Naja, die Spielehölle werde ich wahrscheinlich nie wieder betreten. Außer es gibt da irgendwas Interessantes. Aber sonst war es das hier erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, ich denke mal, das langt erstmal. Ich werde erstmal mal alles aussortieren, alles löschen, also verkaufen, zerlegen, etc. und so weiter und so fort. Dass wir wieder Platz reinkriegen, dass wir ein bisschen Übersicht haben und somit, ja, war es das. Bis zum nächsten Mal, euer ChristianAge3000, wieder schauen und reingehauen. Tschüss!